Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Die Kommentatoren sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege von Buschmann. Und dieses Spiel spricht ja eigentlich für sich selbst. Da ist eine Menge drin. Dynamo Dresden gegen Borussia Mönchengladbach. Dieses Spiel verspricht eine Menge, Wolf. Ich glaube, das sehen Sie daheim genauso. Es kann gleich losgehen. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Aus dieser Entfernung musst du einfach ein Tor erzielen. Stimmt, aber wir haben ja schon alles erlebt, dass Spieler selbst aus solcher Distanz das Tor noch verfehlt haben. Jetzt geht's weiter, Gladbach liegt vorne. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Die Gelegenheit für die Flanke. Gibt Einwurf. Dennis Zakaria ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da verlieren sie den Ball. Gefährlich! Kone! Das war knapp! Kramer. Gute Aktion. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Das macht er gut. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Der Ballverlust. Jetzt ist es gefährlich. Gut verteidigt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Player. Guter Vorstoß. Kann was werden. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Die Ecke kommt. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Ballverlust. Was macht er draus? Und da ist der Ball wieder weg. Ebert. Kone. Sieht gefährlich aus. Super dieses Zuspiel. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Yannis Nicolaou. Ebert. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da erobert er den Ball. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Macht er gut. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ja, könnte was werden. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Patrick Herrmann. Da kommt die Flanke. Gut geklärt, das war wichtig.
Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Ecke, gute Chance eigentlich zu erhöhen. Und der Trainer ist nicht zufrieden. Aus so einer Szene müssen sie einfach mehr machen. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Kone! Sommerheld, Ball ist noch im Spiel. Gladbach über den Flügel jetzt. Ballverlust. Plea. Patrick Herrmann. Da passt er auf. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Dennis Zakaria. Fängt diesen Ball ab. Der Ballverlust. Ginter. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Schönes Zuspiel hier. Dennis Zakaria. Ja, passt auf. Jetzt vielleicht. Der Ball ist drin. Nix ist es mit dem Treffer. Fahne ist oben. Bitter für den Spieler, aber richtige Entscheidung vom Assistenten. Stefan Leiner. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt nochmal zwei. Klasse Pass. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Löwe. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Guter Auftritt bislang der Fohlen-Elf. So müssen sie auch in der zweiten Hälfte auftreten. Dann kann es klappen. Nico Elvedi. Ginter. Stefan Leiner. Yannis Nicolaou. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Dennis Zakaria. Plea. Herrmann. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Ganz energisch. Kramer. Nun Herrmann. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Die Riesenchance. Und da haben wir es, das Tor. Sie bauen die Führung aus, ganz stark. Und das sieht doch richtig gut aus. Sie müssen jetzt nur ganz ruhig weiterspielen.
Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schnurzig. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Jetzt ist es gefährlich. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Jetzt können sie vielleicht kontern. Gute Aktion. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Ebert, guter Pass. Steil gespielt. Wartet erstmal ab, vielleicht. Das macht er stark. Ballverlust. Klasse Pass. Gute Chance. Und da ist das Tor. Sie lagen schon deutlich in Rückstand, aber jetzt haben sie den Anschlusstreffer geschafft. Und das gibt Rückenwind, das kann ich dir sagen. Plötzlich geht alles wieder ein Stück leichter und der Ausgleich ist in Sicht. Kurze Hereingabe. Das ist der Treffer! Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Tolle Flanke von rechts, das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, Zuschauen ist angesagt. Klasse vorbereitet der Treffer. Wird's jetzt gefährlich? Auch dieses Tackling gelingt. Gutes Spiel von ihm. Weg ist der Ball. Ebert. Was macht er draus? Klasse Pass. Sommer hält, bald ist noch im Spiel. Frühe Stören jetzt. Gladbach über den Flügel jetzt. So, Platz für die Flanke. Er ist da und hat den Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gefährlich! Sieht gefährlich aus. Das könnte die Gelegenheit geben. Unglaublich. Was war das denn? Hat ja gar nichts gestimmt. Linus Wahlqvist. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und da ist der Ball wieder weg. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Balleroberung, ja, da sieht man die. Tolles Zuspiel. Er macht das Spiel schnell. Die Chance. Und er ist drin. Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Macht er gut. Ja, könnte was werden. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Und jetzt die Chance. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Kramer. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Player.
Da trennt er ihn vom Ball. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Alexander Jeremejew. Ballverlust. Klasse Pass. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Der Abschluss ist dann doch zu halbherzig, ne? Ja, da sagt der Torwart vielen Dank. Den hält er mühelos. Also da kann man aus der kurzen Distanz mehr draus machen. Lange zu spielen ist nicht mehr. Das Ding sollte durch sein, Buschi. Ja, sie wussten, dass sie das Ding gewinnen müssen, sind mit dem Druck super umgegangen. Ein starker Auftritt. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Klasse Aktion, Ball ist weg. Johnson. Könnte jetzt was werden. Hereingabe. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Und das ist der Ballverlust. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Kone. Da haben sie jetzt Platz. Jetzt ist es gefährlich. Was macht er draus? Jetzt vielleicht. Trifft er, ja, drin, Tor. Auch wenn sie hier treffen, es wird natürlich nicht reichen. Entsprechend auch wenig Freude bei den Spielern. Zu spät, um jetzt noch eine Aufholjagd zu starten. Dafür ist der Abstand zu groß. Aber immerhin noch. Und